In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit sehr wenig Aufwand, dafür vielleicht aber mit ein bisschen mehr Geld, in Sorare euch ein schlagkräftiges Team zusammenstellen könnt, über die Technik eines Stakes zu bilden und damit ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal Money Mafia. Wie ihr wisst, ist das hier natürlich von mir keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von, in diesem Fall, Spielerkarten. Macht bitte eure eigenen Analysen, bevor ihr irgendwo reinsteigt, denn es ist euer Geld. Von daher das vorab und nun gehen wir direkt ins Video rein. Genau, ja, wie funktioniert dieser Spaß? Und zwar geht es ja bei Sorare im Endeffekt darum, übergeordnet, wenn die Mannschaft von meinen Spielern gut spielen, dann ist die Chance eben sehr hoch, dass diese auch gut abschneiden. Und natürlich ist auch das Ziel immer, idealerweise Spieler einer Mannschaft zu haben, die vielleicht auch international spielen, also Champions League zum Beispiel, und idealerweise vielleicht sogar auch noch Nationalspieler. Das heißt, man hat eigentlich kaum Ausfallzeiten mit den Spielern. Das heißt, sie sind ständig im Einsatz und das ist natürlich erstmal per se eine gute Sache. Wie kann man dort also mit relativ wenig Aufwand nun gucken, wie man da rangeht? Und zwar kann man sich sagen, okay, man guckt sich jetzt bestimmte Ligen an, wo bestimmte Mannschaften regelmäßig hintereinander eben Meister geworden sind. Jetzt zum Beispiel hier haben wir die Eredivisie, die Liga der Niederlande. Und da können wir eigentlich schon sehr gut erkennen, dass über die letzten Jahre Ajax Amsterdam und auch PSV Eindhoven eigentlich sehr häufig dominiert haben. Und das ist eigentlich immer eine sehr gute Taktik, dass wir sagen, okay, wir haben hier Ajax Amsterdam, die Serienmeister werden, die auch international spielen und international auch sehr gut schon gespielt haben in letzter Zeit. Von daher, was wir dann machen würden, ist, wir gehen auf unsere Seite von Sorare Data und würden jetzt hier in der Suche einfach mal Ajax eingeben. Und dann kommen schon die Ergebnisse raus. Hier haben wir Eredivisie. Und dann sehen wir hier gleich auf den ersten Blick die erste Elf über den Durchschnitt der letzten 5 Spiele. Das ist natürlich auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Man sollte dann definitiv auch immer noch mal auf Transfermarkt nachgucken, ob der Spieler wirklich unangefochtener Stammspieler ist und nicht nur über die letzten 5 Spiele, sondern wirklich über eine längere Zeit. Aber dann können wir hier schon mal einen sehr guten Eindruck darüber gewinnen, wer denn so spielt und vor allem, wie die Leistungen sind. So, jetzt haben wir zum Beispiel hier, wenn wir sagen, okay, wir wollen hier ein Stake aufbauen. Gut, das ist jetzt im Torwartposition ein relativ blödes Beispiel. Wir haben hier den Ondrej Onana, der eigentlich aus meiner Sicht immer Stammspieler war, wo aber, wenn nicht sogar schon fest ist, dass er zu Inter Mailand wechselt. Und haben jetzt hier in den letzten Spielen den Remco Paswehr gehabt. Das heißt, hier hätten wir dann den Torwart, wenn er den Stamm spielen würde, den wir einsetzen würden. Haben in der Verteidigung eben mehrere Spieler zur Auswahl. Zum Beispiel hier Jurrien Timber oder Daley Blind. Dann haben wir eben Mittelfeldspieler, wo wir eben die Spieler rausnehmen können. Und hier können wir schon sehr gut sehen, die haben tatsächlich in den letzten Spielen auch überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Also alle wirklich hier, die wir sehen, mindestens 45 Punkte oder mehr. Das ist natürlich super, vor allem hier die Offensivspieler und auch die Defensivspieler eigentlich 60 und mehr teilweise. Und wenn wir das natürlich aufrechthalten und dann über die 5 Spieler, die wir aufstellen können, bei Sorare auch halten, dann haben wir natürlich sehr gute Chancen, entweder in der Limited-Bereich eine Karte abzukassieren oder auf jeden Fall im Bereich, wenn wir es in die Rare-Karten gehen, definitiv die Thresholds zu holen. Ja, und dieses Prinzip können wir eigentlich in mehreren Ligen anwenden. Wir haben jetzt zum Beispiel die neue Mannschaft, die dazugekommen ist. Bei Sorare ist Dinamo Zagreb. Hier können wir sehen, das ist ja noch einfacher teilweise. Also wirklich Serienmeister in Kroatien. Das heißt, hier würden wir dann eben ähnlich vorgehen. Dinamo Zagreb eingeben. Und hier haben wir auch die erste Elf. Und hier haben wir eben genau das ähnliche Bild. Ja, also relativ eindeutig, dass man hier eben wirklich eine gute, schlagkräftige Mannschaft beisammen bekommt. Zum Beispiel jetzt, wie gesagt, Abwehrspieler Josip Sutalo. Dann zum Beispiel Mittelfeldspieler haben wir jetzt zwei, die nicht ganz so gut in letzter Zeit abgeschnitten haben, aber können wir auf jeden Fall Franjic oder Misic auswählen. Und zum Beispiel Stürmer haben wir den Mislav Orsic. Das heißt, hier würden wir auch eine relativ gute Mannschaft beisammen bekommen. Und das Ähnliche haben wir zum Beispiel auch, wenn wir jetzt die österreichische Bundesliga sehen, mit Red Bull Salzburg über die letzten Jahre gehabt. Auch hier gleiches Prinzip. Wir gehen über die Suche. Red Bull Salzburg. Und hier sehen wir auch die erste Elf. Ja, Tor zum Beispiel Philipp Köhn. Abwehrspieler könnten wir auf Omar Solé setzen. Kamil Piatkowski. Da ist es genau nämlich das Thema, was ich vorhin gesagt habe. Da aufpassen, der hat, glaube ich, aus den letzten 5 Spielen nur 3 gespielt. Vor allem eben wegen Verletzung von Maximilian Wöber, aber auch Omar Solé ist jetzt, glaube ich, auch verletzt. Also das heißt, wenn man da nur kurzfristig dran geht, sollte man da aufpassen. Aber es gibt einem auf jeden Fall einen guten langfristigen Blick. Ja, wenn wir zum Beispiel Omar Solé jetzt wählen würden für die Verteidigung. Philipp Köhn, gut, Torwart, Stamm, alle Spiele gespielt in Österreich, ist sowieso klare Sache. Mittelfeld zum Beispiel Mohamed Kamara oder Brandon Aaronson.
Und im Sturm dann, wenn man Kohle hat, Karim Adeyemi oder eben entsprechend Junior Adamu. Da würde man auf jeden Fall ganz gut mitfahren. Und was bei dieser Strategie natürlich auch immer interessant ist zu sehen, wenn wir natürlich vor allem in diese kleineren Ligen reingehen, ist natürlich auch immer Potenzial da, dass diese Spieler, die hier jetzt Stammspieler sind, vielleicht seit erst einer halben Saison oder sowas, dass die vielleicht im halben Jahr, Jahr oder sowas dann auch möglicherweise zu einem größeren Verein wechseln könnten und wir dann sozusagen durch diesen Wechsel auch entsprechend übers Trading in Anführungszeichen dann natürlich auch nochmal gut was mitnehmen können, weil wie wir jetzt hier zum Beispiel bei Red Bull Salzburg sehen, da ist ja quasi fast die komplette Mannschaft eigentlich mit Transfergerüchten umgeben. Also zum Beispiel Adeyemi, das jetzt Dortmund geht als Beispiel, ja. Also von daher definitiv interessante Sache. Und wo wir mit wenig Aufwand, also mit wirklich sehr, sehr wenig Aufwand, ja, ihr habt es ja gerade gesehen gehabt, ihr wart live mit dabei, eine gute, schlagkräftige Mannschaft zusammenlegen kann. Da müsste man dann eben aber entsprechend auch ein bisschen tiefer in den Geldbeutel nun mal reingreifen, aber hat dann eben auch die Chance, wirklich die Karten rauszuholen, weil ich kenne es auch, wenn man ein bisschen probiert zu sparen, dann hier und da nochmal ein bisschen was zu kauft und dann am Ende es aber nicht schafft, eben zum Beispiel eine Karte zu gewinnen, ja, wenn man jetzt zum Beispiel so wie ich nur im Limited-Bereich spielt. Dann kann man da sehr schnell eben frustriert werden, wenn man irgendwie nur einmal im Monat eine Karte gewinnt, weil man im Endeffekt ja eigentlich damit geplant hat und so wie es häufig nun mal angeworben wird, dass man hier relativ gut auch eben Einnahmen generieren kann. Aber das wäre wie gesagt eine Möglichkeit, wo man wirklich, glaube ich, gut mitfahren könnte, wenn man hier so vorgeht. Jetzt würde mich auf jeden Fall eure Meinung zu dem Video interessieren. Seid ihr mittlerweile schon in Surreal dabei? Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch auf das Video, wenn euch das geholfen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert dann auf jeden Fall auch die Glocke. Damit werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir rauskommt. Leitet das auch gerne an eure Freunde weiter, die auch bei Surreal einsteigen oder einsteigen wollen oder vielleicht schon dabei sind, aber das noch nicht kennen, dieses Prinzip, wie man hier vorgehen kann. Und dann lasse ich euch unten auf jeden Fall noch meinen Affiliate-Link zu Surreal da. Wenn ihr euch unter dem Link anmeldet und 5 Spielerkarten in der Auktion kauft, dann kriegen wir beide eine limitierte Karte gratis dazu. Das macht das auf jeden Fall, ja. Also wenn nicht mein Affiliate-Link, dann gerne von irgendjemand anderem, aber macht das definitiv, weil da habt ihr wirklich die Chance, theoretisch jeden Spieler zu gewinnen. Und die Karte, wenn die euch jetzt persönlich nicht in eure Strategie reinbringt, könnt ihr dann auch immer noch verkaufen, theoretisch, und habt dann auf jeden Fall bares Geld damit gemacht. Von daher macht das auf jeden Fall. Und dann lasse ich euch hier noch eine Videoempfehlung und eine Playlist von mir einblenden, in der ihr auch gerne mal vorbeischauen könnt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.